So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Heute ist Community Raid, heute ist Raid Boss Wechsel auf Cabo Fala, also dieses rosane Ding, was als Shiny dann schwarz ist. Hier haben wir das gelbe Ding und das ist Jonas, der macht hier das Auto kaputt. Und ich sage euch ja immer, Pupsi ist Cola süchtig, ihr glaubt mir das immer nicht, aber jetzt musste ich extra zum Penny fahren, weil da haben sie die Dosen im Angebot gehabt und normale Menschen kaufen vielleicht ein Päckchen und Pupsi kauft halt immer den Laden. Und dann sagt sie ja, das reicht jetzt so für, vielleicht für 2 Wochen. So. So, trinkt ihr auch gern Cola? Schreibt es mal in die Kommentare. Außerdem ist wohl schon ein neuer Burger wieder bei McDonald's verfügbar. Der wurde gar nicht angekündigt. Den wollen wir heute auch probieren. Vielleicht gibt es ihn als Premiere abends, aber wir fahren zum Kaufland, suchen noch eine Pizza, auch für Ramses Kitchen, suchen einen Raid und machen dann den Cabo Fala Community Raid und mal gucken, ist nur Pokédex-Eintrag, für mehr brauche ich das nicht. Jonas! Guck dir die Würste an, wie die da rumfliegen. Jonas, was ist denn das? Die Winnie-Pooh-Würste. So, wir haben den Raid gefunden. Aber weil der erst in fast einer Stunde aufgeht und wir uns irgendwie noch Zeit vertreiben müssen, weil Jonas schläft gerade nämlich im Auto, sind wir nochmal nach 30 Acker zum Wurstautomat gefahren. Eigentlich Fachdorf, Wurstautomat, immer Knoblauchsteaks geholt, aber wir haben gesehen, in 30 Acker gibt es auch so einen super genialen Wurstautomat. Und sie haben zwar keine Knoblauchsteaks, aber es gibt Schweinesteaks pikant und Grill, Käse, Taler, Kräuter, Butter. Die willst du bestimmt beides holen. Was ist jetzt das Problem? Dass die Steaks gestern abgelaufen. Die Steaks sind gestern abgelaufen. Ja, das ist schon wieder jetzt ein innerlicher Punkt. Toll. Und guck mal, die sehen an der Seite so eklig. Ah, nee, dann wollen wir sie nicht. Und die Kräuterbutter, Käsetaler. Dann nehmen wir nur die. Wenn ihr keine abgelaufenen Steaks am Wurstautomat kaufen wollt, dann nehmt lieber nur die Käsegrilltaler mit Kräuterbutter. Habt ihr schon mal abgelaufene Steaks am Käsegrillautomaten, Wurstrollautomat, Auto gekauft? Jetzt komme ich mir vor wie Fladdy. Naja, nehmen wir halt nur das. Fährt das Ding nämlich hier runter. Schiebt sich das da raus. Und dann siehst du, dass der Bottich hier ja, bestimmt viel zu teuer ist, aber okay. Kannst ja mal probieren. 1 Euro für eine Scheibe Käse kann man machen. Ich habe aber noch nie Käsetaler in Kräuterbutter gesehen. Ich auch nicht. So, weil der Raid immer noch nicht auf ist und wir immer noch warten müssen, war ich noch mal ganz kurz im Teegut und habe mir jetzt hier diese 4 verschiedenen Elephant Bay Limonaden geholt. Die haben nämlich richtig gut geschmeckt. Wir haben letztens eine probiert. Jetzt möchte ich für Ramses Kitchen mal alle 4 probieren. Aber jetzt ab zum Raid. So, und da stehe ich jetzt am Raid. Der geht in 30 Sekunden auf. Wir haben natürlich im Community-Tab wieder eine Grafik gepostet mit den Kondern zu Cabo Fala. Da sind auch die 100er Werte dabei. Wenn ihr also hier bei Ramses der Dicke in den Community-Tab guckt, sieht man, das ist der englische Name, Cabo Lele, lala, lelele. Das ist ein Typ Fee und Psycho. Ihr nehmt also am besten Geist, Gift oder Stahl. Also, ich würde euch empfehlen, Metagross euch ranzuziehen als 6er Armee sowieso. Das ist einfach ein krasses Pokémon. Ja, was ich habe, weiß ich nicht, aber 1996 ist das 100er, 2496 ist auch das 100er. Sobald also eine 96 hinten dran ist, ist das auf jeden Fall krass. Nehmt das mit und. War das das, was gut im PvP ist? Ich weiß es gerade nicht. Da hatte ich, glaube ich, einen 100er, aber jetzt habe ich nichts mehr. Und jetzt, wo ist der Raid jetzt hin? Jetzt ist der Raid genau hier unter mir. Wir gehen jetzt hier drauf, wir gehen auch direkt rein. Öffentlich 96 merken. Hinten muss eine 96 stehen. Ich habe 5 Leute zum Einladen. Drücke jetzt hier drauf, gehe mal hier hin. Mach mal so. Dann seht ihr ja, Schäfe, Mystical Miku, Ab ins Tierheim, Henry Niki und Genaya. Das sind die 5, die eingeladen werden. Steht alles in der Raid-Gruppe, denn ich habe den Raid wieder in die Raid-Gruppe gepostet. Wenn ich hier auf Raids gehe, dann hier runter scroll irgendwann, sehen wir ganz unten am Ende die Liste. Da ist die bemalte Litfaßsäule, da sind Koordinaten, da ist die Zeit, da ist der Boss, da ist der Trainercode. Und dann haben sich alle eingetragen, sodass wir dann Ab ins Tierheim, Mystical Miku, Henry Niki, Genaya und Schäfe zum Einladen hatten. So, hier drücke ich schon mal drauf. Ich kann euch aber das Team sagen, was automatisch beim Samyang ausgewählt ist. Wir haben Skelabra, Metagross, Metagross, Skelabra, Metagross, Metagross. Also Stahl und Geist. Was habe ich hier? Skelabra,
Gengar, Bibor, Skelabra, Gengar, Gengar. Kein einziges Metagross. Habe ich keine oder was? Oder sind die so schlecht? Man weiß es nicht genau. Das Bibor ist eigentlich auch nur sinnvoll, wenn du eine Mega-Entwicklung machst. Das Gengar wäre auch eigentlich nur sinnvoll, wenn du eine Mega-Entwicklung machst. Aber wir sind ja genügend Leute, da werde ich jetzt keine Mega-Entwicklung anmachen. Wer ist jetzt sonst so drin? Tafkaloi sieht man hier, Linus, Super Sani, Pogo for Future, Hans Hubert, Hase. Apropos Pogo. Gopogomanu ist immer noch Glücksfreund und ich sag nochmal, bitte melde dich. Wir haben über die Raid-Gruppe ja schon Raids gemacht. Gopogomanu war da öfters dabei. Das ist, glaube ich, ein zweiter Account oder die Frau von einem Mann, der da mitgemacht hat oder so, denke ich zumindest. Und ich finde dich nicht mehr. Ich finde dich nicht mehr, keine Ahnung. Irgendwo bist du und wir sind Glücksfreunde. Wir könnten was tauschen, was Sinnvolles. Bitte melde dich. Ich weiß auch nicht, wie ich es mit Betty mache. Betty habe ich ja in Facebook gehabt. Betty habe ich angeschrieben. Die ist gefühlt seitdem in Facebook aber nicht mehr online gewesen. Was ist passiert? Da war gerade eine Spinne. Die pusten wir einfach weg und machen weiter. Vielleicht sollte ich es über Campfire probieren. Da habe ich auch jetzt den Crafts Manny gefunden. Den kannte ich gar nicht vom Namen her. Mit dem habe ich auch noch nichts gemacht, aber wir sind dann Best Friends geworden, sind dann Lucky geworden, den wollte ich nicht einfach rauslöschen. Und habe bei Campfire geguckt, Crafts Manny habe ich gefunden, haben auch getauscht. Nochmal Betty suchen in Campfire oder nochmal Gopogomanu suchen in Campfire oder vielleicht kennt ihr ja einen von beiden, Gopogomanu oder Betty. Betty war auch irgendjemand, der immer da ist, kennt die Betty. Und die Betty hat ja noch einen Alf von Melmac. Account, also weil Alf, das ist ja hier der Alf, der Außerirdische, ja, der die Katzen immer frisst. Die hat auf jeden Fall zwei Accounts gehabt und irgendwo war die auch mit jemandem, hatte zu tun, den ich da kenne und schon länger drin habe. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wer es ist. So, 24,41 mit Wetterbrust auf dem. 24,30, das heißt, der Main hat wieder mal weniger. Wir schmeißen es jetzt also hier hin, werfen was drauf. Ich kann ja mal bei Pupsi gucken. 24,44 bei Pupsi. Wir werfen drauf, einfach fabelhaft, gecurved. Ich glaube, ich habe keine Geduld. Ich werfe jetzt einfach drauf. Ich stelle den Kreis nicht ein. Ich mache das einfach jetzt frei Schnauze. Wir haben 17 Bälle. Der ist ja sehr ruhig, wie man sieht. Weil normalerweise bleibt ihr auf dem Ball, bis der Kreis eingestellt ist und werft dann nur, wenn der euch angreift. Aber der chillt in der Mitte. Das macht Spaß. Gut, jetzt ist er nach links, da werfe ich natürlich nicht. Ich warte natürlich wieder, bis er zur Mitte zurückkommt. Bin mir aber sicher, dass wir das über das Normale hier so rumcurven hinkriegen. Kyogre war ja wieder mal erwucht zum Fangen. Bei Kyogre brauchst du so viel Geduld und die habe ich meistens nicht. Aber Groudon wird richtig fett. Ich freue mich auf Groudon am Wochenende beim Raid Day, vor allem das zu fangen. Da kannst du wirklich Kreis einstellen und warten, weil der greift auch gefühlt nie an. Aber du kannst einfach immer drauf werfen und der Kreis ist richtig groß. So, das ist der vierte, einfach fabelhafte, wo wir den Kreis nicht vorher einstellen, sondern einfach auf gut Glück dann rüberwerfen und trotzdem treffen. Das ist einer der wenigen Raid-Bosse, wo man auch gemütlich mal nach rechts werfen kann und trotzdem einfach fabelhaft trifft, weil der Kreis einfach so groß ist. So, wir curven weiter. Das sieht wieder gut aus. Er wollte gerade nach links ziehen, aber so gemütlich, dass du trotzdem erstmal triffst. So, immer noch 12 Bälle. Wir gehen wieder hier drauf. Das dürfte nämlich auch der Pokédex-Eintrag für mich sein. Ist der nächste einfach fabelhafte. 1, 2, 3. Jetzt ist er drin. Ist es Pokédex-Eintrag? Muss ich wieder komisch gucken. Es ist Pokédex-Eintrag. Und jetzt können wir nur kurz bewerten, nochmal schauen, was das ist. 2 Sterne, ja okay. Die anderen haben 44 oder so und deswegen müsste das bei denen besser sein. Das ist der erste und einzige Kabufala, den ich wohl wahrscheinlich machen werde. Obwohl man könnte natürlich, man hat ja täglich 2 Pässe. Vielleicht mache ich auch, bis das Shiny da ist und dann mache ich wieder kleine Raids. Mega Raid ist Mega Bisaflor. Da weiß ich noch nicht, ob ich einen Community Raid zumache. Der ist ja jetzt nicht so neu. Der ist nützlich, aber der ist nicht so neu. Da kommt der Hubschrauber, das heißt, ich muss los. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das war übrigens die Arena, die bemalte Litfaßsäule, die hier steht. Das ist die Arena.
gewesen.